Aktivistin für Umweltschutz. Wenn sie sieht diese Bilder, grausamen Bilder, jeden Tag, wollte man normalerweise in Bad Pyrmont eine Sonne zu sein. Aber da sind so zwei Chat und die sind Privatchat, vermutet normalerweise entweder Spionage-Chat oder Bundeswehr-Chat oder Terroristen-Chat, dass diese Sonne lassen nicht in Bad Pyrmont zu scheiden. Die Millionären wollten normalerweise in Bad Pyrmont leben, aber wie kann das die Millionären hier leben in Bad Pyrmont, wo das die ganze ganze Welt ist umschmutzig von dieser Chemtreicht. Und da muss normalerweise das, die Umweltschutzorganisation zum Beispiel, dass ich eine starke Aktivistin in Bad Pyrmont zu kommen und diese Bilder, grausamen Bilder der Chemtreicht, das muss unbedingt das halten, weil so geht das nicht. Wir brauchen einen Tag Sonne und wir haben gar keine Sonne in Bad Pyrmont, weil jeden Tag diese Flugzeuge direkt bei der Antenne, Handyantenne, lassen das uns keine Sonne, das zu scheinen.